Danke, Herr Vizepräsident. Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburgerinnen. Die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nehmen stellvertretend für alle Mitglieder des Landtages die Kontrolle des brandenburgischen Verfassungsschutzes wahr. Der vorliegende Bericht, der auch Teile der Arbeit der PKK aus der vergangenen Legislatur umfasst, wurde von den von Ihnen gewählten Mitgliedern der Kommission einstimmig beschlossen. Daher stelle ich Ihnen diesen Bericht heute als gewählte Vorsitzende der Parlamentarischen Kontrollkommission auch im Namen aller Mitglieder vor. Ich darf Ihnen mitteilen, dass sich die Arbeit der PKK im Laufe des Berichtszeitraums strukturell deutlich verbessert hat. Die PKK hat die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Neuregelungen und verfahrenstechnischen Anpassungen umgesetzt. Die PKK wird seit dem 1. Mai vergangenen Jahres von einem ständigen Bevollmächtigten unterstützt, der die Sitzung der PKK fachlich, inhaltlich und organisatorisch vorbereitet und sich um die Schaffung einer technischen Umgebung sowie um die Personalgewinnung zur Unterstützung der PKK sowie der G10-Kommission kümmert. Die Teilnahme von benannten und sicherheitsüberprüften Mitarbeitern der Mitglieder der PKK an den Sitzungen der Kommission war wegen der Infektionsschutzlage bisher nicht möglich. Eine Teilnahme an bestimmten Beratungen soll aber, wie im Gesetz vorgesehen, künftig ermöglicht werden. Die Arbeit der PKK konnte durch den ständigen Bevollmächtigten strukturierter und zielführender organisiert werden. Außerdem hat die Kommission nunmehr eine mittel- und langfristige Arbeitsplanung aufgestellt, um die notwendigen Anpassungsprozesse im Arbeitsablauf des Verfassungsschutzes eng zu begleiten und stellvertretend für die Mitglieder des Landtages zu kontrollieren. Der Anspruch des Landtages, die Arbeit des Verfassungsschutzes in den geheimen Sitzungen umfassend zu kontrollieren, wurde von den Mitgliedern der Kommission ernsthaft, kollegial und konsequent erfüllt. Zur Kontrolle gehört die regelmäßige Unterrichtung der Mitglieder der PKK durch Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums des Innern und für Kommunales. Das Ministerium informierte regelmäßig über allgemeine Tätigkeiten des Verfassungsschutzes und über konkrete Vorgänge im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen. Außerdem wurden den Mitgliedern der PKK auf eigenen Wunsch sowie auf Anregung des Ministeriums konkrete Einzelfälle und aktuelle Themen intensiver erläutert. Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die vom Parlament geforderte Transparenz über die hinsichtlich der Arbeit des brandenburgischen Verfassungsschutzes durch die personellen und organisatorischen Maßnahmen innerhalb der PKK sowie die Auskunftspflichten und die Kooperation durch das MIG im Berichtszeitraum deutlich verbessert hat. Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, Bestrebungen zu erkennen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Angesichts der veränderten Bedrohungslage hatte die Kommission bereits in den vorangegangenen Berichtszeiträumen den Bedarf an zusätzlichen Stellen und eine Stärkung der Analysekompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes thematisiert. Mit der Novelle des brandenburgischen Verfassungsschutzes sind insgesamt 37 neue Stellen für die Verfassungsschutzbehörde durch das Parlament bewilligt worden. Die PKK hat sich im Berichtszeitraum über den Fortschritt bei der Besetzung der offenen Stellen berichten lassen. Hier möchte ich auf einen Druckfehler hinweisen. Selbstverständlich 93 plus 37 ergibt natürlich 130. Die 93 bezog sich auf eine damalige Presseerklärung des Verfassungsschutzes, nach der erst 27 neue Stellen dazukamen, später nochmal 10. Das war nach meiner neuesten Recherche schon damals nicht ganz richtig. Es waren in Wirklichkeit dann schon wieder 94 Stellen, zu denen dann insgesamt 27 plus 10, also 37 dazukamen. Das ist also das Wesentliche dieser Stellenaufwuchs, stimmt also so. Insgesamt 37 neue Stellen. Im Berichtszeitraum wuchs also die Personalzahl um 37 Stellen auf damals 131 Stellen. Wir sprechen hier vom Dezember letzten Jahres. Neben dem Personal war auch die Sachausstattung des Verfassungsschutzes Thema in den Beratungen der BKK. Die Kommission hat den Wirtschaftsplan der Verfassungsschutzabteilung des Ministeriums für Inneres und für Kommunales für das Haushaltsjahr 2021 am 29. September 2020 beraten und gebilligt. Insbesondere hat die Kommission festgestellt, dass ein Investitionsrückstau im Bereich der IT besteht.
Daher hat die Kommission angeregt, dass seitens der Verfassungsschutzbehörde geprüft wird, inwieweit die Ausstattung mit IT-Technik angepasst werden kann. Zentraler Schwerpunkt der Arbeit des Verfassungsschutzes war, in den vorangegangenen Berichtszeiträumen oder wie in den vorangegangenen Berichtszeiträumen, der Bereich des Rechtsextremismus. Die PKK nahm zur Kenntnis, dass insbesondere in der Region rund um Cottbus ein hohes Aktivitätsniveau und eine tiefgreifende Vernetzung der rechtsextremen Szene sich beobachten ließ. Außerdem wurde intensiv das Phänomen des entgrenzten Rechtsextremismus thematisiert. Insbesondere der länderübergreifende Austausch, das gemeinsame Agieren rechtsextremer Parteien und Organisationen bis hin zur Durchdringung gesellschaftlicher Bereiche, die bisher nicht rechtsextremen Strukturen zugeordnet wurden. Das MIK hat berichtet, dass dabei vor allem demokratieverachtende und demokratische Strukturen in Moment, dass damit vor allem demokratieverachtende Ideen und demokratische Strukturen in fragestellende Ansichten verbreitet werden. Vermehrt antisemitische, rassistische, islamophobe, antiziganistische, homophobe, transphobe und antifeministische Ressentiments geäußert werden. Gleichzeitig hat das Personenpotenzial im Bereich des Rechtsextremismus im Land Brandenburg extrem zugenommen. Außerdem ließ sich die Kommission über den Immobilienerwerb von Rechtsextremisten informieren. Das MIK stellte dazu einen Maßnahmeplan vor, den die PKK zustimmend zur Kenntnis genommen hat. Soweit dazu gesetzliche Vorschriften geändert werden müssen, haben die Mitglieder der PKK vereinbart, dies in ihren jeweiligen Fraktionen konstruktiv im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zu begleiten. Die Erkenntnisse zeigen, dass in Brandenburg versucht wird, rechtsextremistisches Gedankengut hinter einer bürgerlichen Fassade zu verstecken und als gesellschaftskonform zu etablieren, nicht zuletzt in kommunalen Vertretungen. Der Brandenburgische Verfassungsschutz hat den Landesverband der Partei Alternative für Deutschland im vergangenen Jahr als Beobachtungsobjekt im Rang eines extremistischen Verdachtsfalls eingestuft. Die Kommission stellte im Rahmen eines den Mitgliedern des Landtages übermittelten Beschlusses fest, dass der ermittelte Sachverhalt unter Berücksichtigung des besonderen grundgesetzlichen Schutzes von Parteien auf der Grundlage des Brandenburgischen Verfassungsschutzgesetzes für die Mitglieder der Kommission nachvollziehbar und juristisch schlüssig zu dem Ergebnis einer Einstufung des AfD-Landesverbandes als extremistischer Verdachtsfall gelangte. Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, dass das Grundgesetz dazu verpflichtet, Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Rahmen der wehrhaften Demokratie zu erkennen und ihnen zu begegnen. Die Beobachtung erfolgt aus Sicht der Kommission erkennbar und nachvollziehbar das Ziel, den Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit aufzuklären und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Der weitere Verlauf der Beobachtung und die kritische Überprüfung des Grades der Einstufung wird seitdem durch die PKK eng begleitet. Im Rahmen des Lagebildes wurde die PKK über den jeweils aktuellen Sachstand informiert. Dabei wurden den Mitgliedern der PKK auch Informationen zu Verbindungen von Mitgliedern des AfD-Landesverbandes zu weiteren Beobachtungsobjekten des Verfassungsschutzes präsentiert, so unter anderem zu dem als gesichert extremistische Bestrebung eingestuften Vereins Zukunft Heimat e.V., zur Identitären Bewegung, zum Kompaktmagazin, zum Netzwerk 1% und zum Institut für Sozialpolitik. Die Kommission wird sich weiterhin über die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes im Rahmen der Beobachtung des AfD-Landesverbandes Brandenburg informieren lassen. Im Unterschied zum Rechtsextremismus stellte die Kommission nach den Erkenntnissen über die Aktivitäten des linksextremistischen Spektrums fest, dass das Personenpotenzial in diesem Phänomenbereich gewachsen, jedoch auf niedrigem Niveau verblieben ist und hier keine wesentlichen Aktivitäten im Land Brandenburg zu verzeichnen waren. Zwischenzeitliche Aktivitäten der Initiative Ende Gelände wurden konkret in der PKK erörtert. Erfreulicherweise konnten inzwischen ein historischer Tiefstand der registrierten Gewalttaten im linksextremistischen Bereich in Brandenburg festgestellt werden. Die Kommission wurde ausführlich im Rahmen von den Lagebildern über die Strukturen des religiös motivierten, überwiegend islamistischen Extremismus und Terrorismus informiert. Schwerpunkte waren die Aktivitäten der Muslimbruderschaft in Brandenburg,
die Strukturen der Arbeiterpartei Kurdistans, die aktuellen Erkenntnisse im Bereich des nordkaukasischen Extremismus und Dschihadismus, die Situation in muslimischen Gebetsräumen in Brandenburg, Erkenntnisse über die Hamas, der Umgang mit strafunmündigen Tätern im extremistischen Phänomenbereich und der präventive Umgang mit auffälligen Kindern und Jugendlichen. Die Mitglieder der Kommission haben mit Besorgnis registriert, dass die Anzahl der islamistischen Extremisten im Land Brandenburg kontinuierlich ansteigt, dass die Gefahr der Bildung von Parallelgesellschaften droht und dass die Reichweite islamistischer Gefährder nicht zuletzt durch die Nutzung sozialer Netzwerke und moderner Kommunikationsmittel zurzeit zunimmt. Darüber hinaus wurden weitere Phänomene in der PKK durch das MIG berichtet und von den Mitgliedern diskutiert. Die Corona-Pandemie wurde darüber von Extremisten dazu genutzt, Verschwörungserzählungen zu verbreiten und grundsätzliche Zweifel an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu säen. So waren verstärkt Aktivitäten von Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern zu verzeichnen. Die PKK wurde vom MIG über die Versuche von Extremisten unterrichtet, die Protestdemonstrationen gegen die getroffenen Eindämmungsverordnungen zu infiltrieren. Gesondert wurde Ideologie und Personenpotenzial der QAnon-Bewegung erörtert. Das MIG erstattete Bericht über die Erkenntnis zu Aktivitäten der Gruppierungen Nordkreuz, Gruppe S, Hannibal-Netzwerk sowie UNITA und die Anastasia-Bewegung. Ebenso wurden die Erkenntnisse des MIG über die Reichsbürgerbewegung in der PKK thematisiert. Weitere Themen in Sitzungen der PKK waren mögliche Einflussnahmen auf anstehende Wahlen durch gezielte Cyberattacken, die von der Kommission zum Anlass genommen wurden, eine Debatte in den Fraktionen über diese Form der Gefährdung demokratischer Wahlen anzuregen. Ich freue mich an dieser Gelegenheit, Ihnen auch schon mal bekannt geben zu können. Wir haben den Verfassungsschutz gebeten, Sie alle umfangreich zu informieren. Mir war es wichtig, dass jede Fraktion die gleichen Informationen erhält. Und es wird voraussichtlich am 4. Juni hier im Saal eine Veranstaltung des Verfassungsschutzes zu Ihrer Information dann auch stattfinden können. Es ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, als Frühwarnsystem extremistische Bestrebungen zu erkennen, die verantwortlichen Personen zu identifizieren und zu beobachten, staatliche Organe über die Erkenntnisse zu informieren und die Zivilgesellschaft zu informieren und zu sensibilisieren. Die Kommission stellt mit diesem Bericht fest, dass mit der gesetzlichen Neuausrichtung, der besseren personellen Ausstattung und der verbesserten Zusammenarbeit mit dem MIG die Bedrohungslagen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für die Mitglieder der PKK nachvollziehbar beschrieben werden konnten. Daher bedankt sich die Parlamentarische Kontrollkommission für die geleistete Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes im zurückliegenden Berichtszeitraum, insbesondere für die umfassenden und fachlich fundierten Informationen über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes und die sehr offene und stets konstruktive Atmosphäre in den Sitzungen. Dankeschön, liebe Kollegen, Sie haben das wirklich verdient. Die Kommission begrüßt, dass nicht zuletzt durch die im Berichtszeitraum verbesserte Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes sowie verstärkte öffentliche Präsenz auf der kommunalen Ebene die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Extremismus breiter geworden ist. Die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie von Amts- und Mandatsträgern führt dazu, dass extremistische, fremdenfeindliche und rassistische Äußerungen sowie Veranstaltungen von einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht toleriert werden. Die Kommission empfiehlt erneut, bei künftigen Haushaltsberatungen ausreichende Mittel für die Präventionsmaßnahmen gegen Extremismus in jeglicher Form, insbesondere im Bereich Rechtsextremismus, zur Verfügung zu stellen. Die Kommission verurteilt entschieden jegliche Form von politischem und religiösem Extremismus als Gefahr für die Demokratie und das friedliche gesellschaftliche Zusammenleben. Daher werden die Mitglieder der PKK damit fortfahren, den Verfassungsschutz bei präventiver Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und immer kritisch zu begleiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich betone nochmals, die von Ihnen stellvertretend zur Wahrnehmung der Kontrollrechte des Parlaments bestimmten Mitglieder haben diesen Bericht einstimmig so verabschiedet und beschlossen.
Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der PKK für die intensive und kritische und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.